Hallo und herzlich willkommen zu Drachensang am Fluss der Zeit und herzlich willkommen in den Helfenwald, wo wir wie ist der Name entfallen? Unser kranken Freund zu heilen in den Ruinen. Die Ruinen untersuchen müssen. Nach irgendwelche Artefakte oder was auch immer. Und ja, das letzte Mal haben wir aufgehört, weil wir hier mit Tim noch sprechen sollten. Der jetzt nicht mit uns spricht. Oh, brauchst du etwas? Der nicht mit uns spricht. Doch, jetzt hat er uns mit uns gesprochen. Warte kurz. So, wir haben mit ihm aufgehört zu sprechen, weil es lange oder zumindest ziemlich vieles zu ihm besprechen gab und die Folge war eigentlich schon zu Ende, also die Zeit. Und da habe ich gesagt, wir machen das nächste Mal mit. Das nächste Mal ist inzwischen schon ein paar Tage her und ich spreche so ruhig, weil wir natürlich in den Elfenwald sind, der mystische Ort, in dem man ruhig sprechen soll. Ja, so, und jetzt machen wir hier weiter. Mich interessiert, wie ihr hier Dinge erstellt. Ich erzähle gerne über meine Arbeit. Ja, das weiß ich, das hast du nämlich das letzte Mal auch schon gesagt. Okay. Erzählt doch mal. Wir verarbeiten das formbare Holz und den weichen Bausch. Auch das glänzende Metall, welches wir magisch aus dem harten Stein lösen. Die Tiere geben uns Horn und Zahn, Fell, Sehne und Knochen. Ey, das finde ich gut, ja? Einfach glänzendes Metall, einfach magisch aus harten Stein lösen. Ja, wir brauchen so energieaufwendige Prozeduren und ihr könnt einfach magisch das machen. Super. Da muss ich mehr drüber wissen. Ich erzähle gerne über meine Arbeit. Ach so, okay. Was unterscheidet euer Handwerk von dem anderen Völker? Wir Elfen lieben alles, was natürlich schön ist. Daher stellen wir auch nur schöne Dinge her. Nichts erfüllt bloß einen Zweck, sondern alles fügt sich harmonisch in seine Umgebung ein. Du weißt aber schon, dass Schönheit im Auge des Betrachters liegt, oder? Was für dich schön ist, muss nicht sein, dass es für andere schön ist, oder? Na gut, okay. Okay, weiter. Einen Speer, der Fische erlegen soll, zeichne ich mit dem Muster der Stimmen des Flusses. So wird er mich willkommen heißen, wenn ich still wie eine Eiche an seinem Ufer stehe und auf den Fisch warte. Aha. Da muss ich mehr drüber wissen. Ich erzähle gerne über meine Arbeit. Ich hab dich singen gehört. Baust du an einem Instrument? Nur so, eine Laute? Nein, ich singe immer, während ich mein Handwerk ausübe. Alles um uns herum hat einen Klang. Und wenn ich meine Hände der Musik folgen lasse, fällt es mir leichter. Ja, manchmal summe ich auch so vor mich hin. Wirklich. Ich summe einfach so manchmal auch so vor mich hin. Dabei trete ich in Sphären vor, in Galaxien und Universen, die nie ein Mensch je gesehen hat. Ach, shit. Ich bin schon wieder in der falschen Serie. Ja, ist okay. Obwohl, die spitze Ohren kommen auch von dort. Ja, wer weiß, vielleicht bist du doch ein Vulkanier. Oder ihr seid von uns abgehauen zum Vulkan. Das könnte natürlich auch sein, dass ihr mal bei uns wart, also die Elfen waren mal auf der Erde, und als wir Menschen wie hier immer brutaler und gewalttätiger wurden, seid ihr nach Vulkan gereist. Tja, jetzt bin ich schon wieder hier mit meiner Fantasie. Okay, weiter. Instrumente baue ich sehr gern. Wie du sicher schon gemerkt hast, ist Musik ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Wir musizieren oft gemeinsam, um uns auszutauschen. Ja. Na, dann ist Michael Jackson bei euch, oder? Da muss ich mehr drüber wissen. Ich erzähle gerne über meine Arbeit. Ach so, das war's? Interessant, aber ich muss nun gehen. Moment, nein! Oh. Mach weiter. Brauchst du etwas? Mach weiter. Wenn du weiter summst, muss ich nicht hier sprechen. Ja, gut, okay. Ich erzähle gerne über meine Arbeit. Okay, das war... Bist du? Oh, ja. Brauchst du etwas? Ja, ist schon in Ordnung. Etwas tauschen würde ich gerne mit dir. Ist mir eine Freude.
Kannst du mir diese zerbrochene Pfeile wieder ganz machen? Ist mir eine Freude. Dreimal zerbrochene Pfeile abgegeben, Pfeilspitze erhalten. Ne? Ist mir eine Freude. Ach, das kann ich jetzt hier so lange machen? Ist mir eine Freude. Ist mir eine Freude. Na super, okay, gut. Gibt es etwas, das du brauchen kannst? Parierstangen und Goldringe würde ich gerne haben, um sie zu verschönern. Dafür kann ich dir kräftiges Holz geben oder Pfeilspitzen reparieren. Goldringe willst du? Ja, die möchte ich auch. Okay, genug getauscht. Danke. Labor. Ach, hier kann man... Moment. So. Labor. Zutaten fehlen. Für was? Wundpulver. Ich möchte aber kein Wundpulver. Kulmonte. Ja, das kenne ich. Einbärensaft. Lehrt den Anwender, einen gängigen Heiltrank herzustellen. Und der Kulmonte lehrt den Anwender, aus dem Blätter Kulmonte ein Aufpuschmittel herzustellen. Wachheit und Heilung für. Heil- und Stärkungsmittel. Heil- und Stärkungsmittel. Okay. Lebensenergie plus 15. Wie viel habe ich eigentlich? Von denen habe ich 44, von denen habe ich 41. Kann ich herstellen. Und Wasser habe ich. Nicht mehr viel Wasser. Er braucht 5. Und er braucht nur 1. Na, dann machen wir eine. Ja. Und hier mache ich dann... Nochmal einer. Ja, das weiß ich. Ist doch schön, oder? Talentwerte. Ah, hier kann ich alle. Okay. Okay. Wunderbar. Ja, irgendwann weiß ich es auch. So. Und jetzt hier der Weidenkorb. Kann ich einfach so die Sachen nehmen? Ja. Sagt irgendjemand etwas? Nein. Ich habe sogar Edelsteine mitgenommen. Es kümmert niemand hier. Die sind alle so? Hi. Die schwarzen Federn sind scharf wie Knochenklingen. Und er kreischt. Das Heulen der Toten ist Schmerz. Die Elfe scheint eine Art Wachtraum zu haben. Hey, was zu Zeug nimmst du denn? Wach auf! Nee, weiter zusehen. Die Vorsängerin. Wer ist sie? Ist es Pardona? 9 Hörner auf ihrem Haupt. Es ist die Skelettkönigin. Wecken? Nee. Wach auf, es ist nur ein Traum. Oh, wann hat dieser Schrecken ein Ende? Es zehrt an meinen Kräften. Ich kann nichts dagegen tun. Guck mich nicht so komisch an, ich habe Angst vor dir. Ich werde etwas tun. Die macht mir Angst, die guckt mich so komisch. Die schaut mich so komisch an. So, wer bist du? Alle Requellen sind. Ich glaube, dich hatte ich auch. Ach, ist das schön hier mit dem Wasserfall. Ach. Oh ja. Okay, gut. Hi, Hillary. Schön, dich wiederzusehen. Ja, hallo, du kleine hübsche Blondinchen mit deinen spitzigen Ohren und deinen. Achso, ja, ja, schön, dich auch wiederzusehen. Kannst du mich etwas lehren? Ups. Das war's. Adlaube. Blitzgeschwind. Okay. Nichts. Oder Ruhe, Körper, Ruhe, Geist. Hm, was ist das? Der Verzauberte fällt in einen tiefen, erholsamen Schlaf, aus dem er nach kurzer Zeit erholt von seinen Wunden wieder erwacht. Ach so? Effekt der Eilung, heilt eine kritische Wunde, dauert 5 Sekunden. Ja, warum denn nicht? Dann
Ein Dukate, ja, das können wir uns vielleicht noch leisten. Yippie! Somigravis tiefer Schlaf. Dieser Zauber versetzt ein Lebewesen in einen Tiefschlaf, aus dem es aber sofort erwacht, wenn es angegriffen wird. Okay, das ist gut für uns, da können wir jemand gleich ausschalten. Ja. Klarum purum! Ich glaube, das haben wir nicht, oder? Sämtliche Gifte im Körper des Zauberziels werden entfernt. Okay, entfernt Vergiftung und macht kurzzeitig immun gegen Gift. Ja. Das kann aber eigentlich hier schon... Aber gut, okay, das kann ich auch lernen. Ja, ja. Okay, naja, komm. Ja, komm. Was soll der Geiz? So, okay, das mache ich aber noch nicht. Das können wir später dann ein bisschen zu uns nehmen. So, okay, also... ihr wisst schon. Zauber. Und welche habe ich jetzt zu mir genommen? Attributo Karima. Blitz dich find. Ach, gibt's schon ein nächste. Klarum purum. Machen wir hier. Ruhekörper, Ruhe reist. Das ist auch schön. Resindere. Der Zauberer kann die Zaubermatrix einer Verzauberung ohne Verwandlung durchdringen und auflösen. Dieser Zauber wirkt nur auf ein Areal, nicht bei einem Klick auf Porträt oder Spielfigur. Effekt beendet Statusveränderung, versteinert und schlafen. Wirkt auf alle Freunde und Gegner im gewählten Areal. Okay. Beherrschung. Okay, der Tiefschlaf, das ist natürlich gut. Das können wir dann die anderen... Wer auch immer. Gleich. Dann anwenden. So. Und jetzt wollten wir... Was hören meine Ohren? Hat kein Elfenbaum? Ach, da geht's hoch und da sind wir, wo wir vorhin waren. Ah, yep. So, da sind wir also wieder. Und da geht's noch einer hoch. Okay. Der Weg ist aber versperrt. Aufgang. Der Weg ist versperrt. Sie haben uns mit einer magischen Macht den Weg versperrt. Gut, dann laufen wir jetzt hier schon mal hier unten hin. Und dann laufen wir da vorne. Ich glaube, das letzte Mal sind wir umgedreht, weil wir irgendwie Gegner hatten da vorne. Ja, genau, Ardo wollte ich vorhin sagen. Ardo. Tut mir leid, dass ich deinen Namen vergessen habe, aber du bist in der Gruppe gerade nicht sehr... Na, wie soll ich sagen? Aktiv. Man vergisst mal schnell deinen Namen. Weidenkorb. Den hatten wir schon geplündert. So, wie sieht sie aus? Oh, Edelsteine. Pfeilspitzen. So, komm schon. Und irgendwo hatten wir da vorne was gesehen. Krug, Fiana Blätterlied. Willst du unsere Spuren verwischen oder hat es einen anderen Grund, weshalb wir nicht auf dem weichen Waldboden laufen? Psst. Hi. Sanya Bar, sehe ich da eine Frage in deinen Augen? Ja, klar. Ja, kann ich etwas mit Wenn dir tauschen? Wenn du das möchtest. Hast du einen Vorschlag? Um die Menschen besser zu verstehen, will ich etwas über ihre Kleidung und ihre Spiele lernen. Tauschen wir Seidendrüsen und Würfel gegen Ulmenholz und Zunderschwamm. Seidendrüsen? Mehr brauche ich nicht. Hey! Sanya Bar, sehe ich da eine Frage in deinen Augen? Hättest du Zeit, mir eine Frage zu beantworten? Ich habe sehr, sehr viel Zeit. Wieso denn? Ja, wer ist denn dein Seelentier? Die Eule? Was bedeutet es, Badok zu sein? Ne, du Badok. Es heißt, das Gleichgewicht zu verlieren, indem wir Sinn suchen, haben wollen und erzwingen, wie es die Menschen tun. Der Pfad des Badok ist eine gefährliche Verführung. Ah, so wie die dunkle Macht. Je stärker wir ihr nachgeben, desto mehr werden wir in der Wirklichkeit gefangen sein.
Einige können nie mehr zu ihrem Ursprung zurückkehren, weil sie das Fey, das Licht in sich, nicht mehr spüren. Also doch wie die dunkle Macht. Du hast bestimmt Zeit für eine weitere Frage. Ich habe sehr, sehr viel Zeit. Bitte erzähl mir über die Geschichte der Elfen. Bevor die Zeit begann, waren wir Wesen aus reinem Licht. Doch die Wirklichkeit deres lockte uns in diese Welt. Um gegen Bedrohungen wie Orken und Goblins zu bestehen, begannen wir unseren Lebensraum zu vergrößern und zu verteidigen. Die größte Gefahr boten die finsteren Horden des namenlosen Gottes, den wir Dasa heißen. Der Drache Pyrdakor verleitete uns zum Badokwan und verhalf uns zur Macht, die in Zerstörung endete. Vendala kann dir mehr über die Hochelfen erzählen. Vendala also. Während die Menschen dunkle Zeiten erlebten, entbrannten erneut Konflikte mit den Zwergen. Der gemeinsame Kampf gegen die Orken führte jedoch zu einem Friedenspakt. Nachdem das Bosbaranische Reich verging, begannen die Priesterkaiser uns zu verfolgen. Die Priesterkaiser? Isaliel, die älteste unserer Sippe, erlebte schon die folgende Zeit, als wir darüber uneins waren, wie wir mit den Menschen umgehen sollten. Gegen den Dämonenmeister Borbarat und in den Magierkriegen kämpften wir zusammen mit den anderen Völkern. Sei bedankt, dass du dein Wissen geteilt hast. Also waren sie früher reine Wesen aus Licht. Ich sehe schon, dass wir hier morsche Knochen. Targas-Tagebuch. Ein Dukat, Ausdauertrank, Stoffmantel. So, wir nehmen erstmal alles. Da ist ein Krug. So. Den nehmen wir auch. Kohle, Sandstein, drei alte Bronzemünzen. Was soll ich mit der alten Bronzemünze machen? Also mit der alten Bronzemünze. Ein Bären. Und da gibt's. Da werden wir gleich angegriffen, habe ich das Gefühl. Na, was habe ich gesagt? Bestimmt der Dachs hier. Ne? Der Stinkmarder, ja. So, ein Kugelblitz. Ei? Ja, du bist dein Schweinchen her. So, hier. Was? Vorgrim, du greifst ihn gleich. Ja, du greifst ihn gleich an und du haust ihn eine rein. Komm schon. Was traut er sich, uns hier anzugreifen? Hilfreiche Tatze. So. Da war er selber schuld, Leute. Ich kann nichts dafür. So. So, was wir als erstes machen, ist erstmal hier ein... hier so Armatrutz. Was? Ja, auch du machst ja gleich hier so ein Armatrutz. Ich glaube, wir werden bald mit den Wölfen... Armatrutz! Ich glaube, wir kriegen bald gleich Ärger mit den Wölfen. Belmar? Gut gemacht. Stopp, nicht du. Du, Belmar? Alles nehmen. Falls es dir noch nicht aufgefallen ist. Hier ist es nass. Und nass ist zum Trinken da. Und nicht zum drin rumlaufen. Ich liebe das. Ich glaube, ich werde mit Absicht erstmal. Upsala. Grauwolf, Wolf. Okay. So. Du aus den einen rein. Ja? Ja, du. War ihr! Schießt auf ihn. Ja. Du greifst ihn auch an. Ja, hier, so mit einer. Was? Ja, du bewegst dich erstmal hier. Was los? So, und los geht's. Bam. Moment, stopp. Moment, stopp. Ich kenn den hier. Erst einmal aus dem Gefecht ziehen hier. So, schlafen. Ei? Du läufst erstmal hier hin. Da das lang. Ist, also, ja. Na? Vorgrim. Du greifst erstmal den hier an. Ja, aus hier so einer rein. Genau. Ja. Und Kuano, du greifst den hier an. Komm, komm. Ja, lass, der ist mit dem Schwein beschäftigt. Ja. Yeah. So, auf dem hier, ja. Komm schon. Hier. So. Und den darauf ich, dass er halt schläft. So. Yeah.
Dann schläft er endlich oder nicht? Nee, so wie es aussieht, schläft er nicht mehr. Na gut, dann greifst du ihn an. Was? Ja, du greifst ihn auch an. Vor ihm. Angriff! Du aus den einen rein. Ja. Ja, und du machst hier eine Finte. So. So, nein, ihr ja. Komm! Du? Nein, du sollst ihr den angreifen. Den hier! Dass sie das nicht machen, was wir wollen, also wirklich, ey. Mann, ey, die verhalten sich wie echte Menschen. Du sollst das und das tun. Kein Bock. Du musst hinterherlaufen, wirklich jeder einzelne. Oh, Mann, ey. Der graue Wolf. Und danach gucke ich, ob ich alle das Fell über die Ohren ziehen kann. So. Wolf, heutbar.